Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mir gedacht, ich nehme dich mal mit in mein Badezimmer und zeige dir meine Morgenroutine im Badezimmer. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jedenfalls meine Morgenroutine, die sich hier an meinem Waschtisch abspielt. Da ich natürlich heute Morgen keine Lust hatte zu putzen, habe ich auch nicht geputzt. Das heißt, es sieht aus, wie es aussieht. Ich benutze eine Aktivkohle-Zahnpasta. Lilly, nicht rumgehen. Lilly ist unser Pflegehund. Die sitzt da und guckt mir schön zu. Genau, ich benutze eine Aktivkohle-Zahnpasta. Deswegen sieht das alles immer ein bisschen dunkler hier aus. Ja, ich wollte jetzt einfach mal starten. Als erstes werde ich jetzt mal, meine Haare sind übrigens noch nass, ein bisschen, weil ich gestern Abend geduscht habe. Ich dusche immer abends und gehe dann mit nassen Haaren ins Bett. Als erstes muss ich meine Zähne putzen und das mache ich einfach mit meiner elektrischen Zahnbürste. Das ist dieses schicke Stück von Oral-B, also die benutze ich schon seit 2012, diese Art von Zahnbürste. Und dazu benutze ich aktuell diese Zahnpasta von Dahmel Co. Das ist einfach eine sehr schwarze Zahnpasta. Das heißt, es sieht alles nicht so schön aus. Ich werde mir jetzt die Zähne putzen und dabei gucke ich mir immer YouTube-Videos an. Das mache ich einfach. Genau. Oh, das ist so merkwürdig, mich so vor der Kamera zu zeigen mit ungeputzten Zähnen, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich diese Kamera noch das ein oder andere Mal umstelle, weil so seht ihr uninteressante Sachen, ne? Naja, das ist übrigens mein Schlafanzug-Outfit und, das ist mein Schlafoutfit. Und nein, ich trage kein BH. Es ist realistisch. Oh, Unbox Butterfly Nicole hat ein Brigitte Works natürlich schön Unboxing hochgeladen. Das ziehe ich mir mal rein. Direkt erstmal einen Daumen nach oben geben, ne? Erste Mal die Brigitte Box für euch. Und ich freue mich da ganz besonders drauf, denn es ist die allererste Brigitte-Box, die ich aufmachen darf. Und damit wünsche ich euch jetzt auch schon ganz viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe hier übrigens immer zwei Handtücher. Ein kleines, nur fürs Gesicht, und ein großes, nur für die Hände. Das ist sehr wichtig, weil du so vermeiden kannst, dass du quasi Pickel bekommst, ne? Weil du dann halt immer gute, separate Handtücher für dein Gesicht hast. Und das Gesichtshandtuch wird natürlich sehr oft gewechselt, also alle ein, zwei Tage, ne? Deswegen, das kommt von gestern Abend. So, Zähne sind geputzt. Oh, ich fühle mich wieder frisch im Mund, das ist sehr, sehr angenehm. Und mag jetzt auch lieber mit euch reden, tatsächlich, weil ich keinen Spock auf den Zähnen habe. Als nächstes sind meine Haare dran. Die kommen jetzt erstmal aus dem Bommel raus und dann werden die einmal ein bisschen geföhnt, dass die ein bisschen trockener sind und nicht mehr ganz so krass aussehen im Bommel. Also, achso, ich föhne übrigens immer über Kopf, weil meine Haare einfach zu lang sind und das einfach schneller geht, wenn ich einfach meine Haare über Kopf föhne. Also so sieht das Gewusel dann halt morgens aus, ne? Das ist halt einfach, das sind einfach Haare. Was willst du da groß zu sagen, ne? Die sehen jetzt halt sehr strähnig aus, weil ich habe die halt nass einfach eingesprüht mit so einer Sprühkur. Da habe ich jetzt von Revlon eine und habe dann das hier drauf gemacht. Das hatte mal die Vanessa vom Kanal Mrs. Rosarot empfohlen, ne? Da wird immer ein Pumphub dann so in die Spitzen verteilt. Dann kann das über Nacht quasi wirken, beziehungsweise so einziehen, wie auch immer. Und jetzt nehme ich die Haare so, wie sie sind. Ich kämme sie nicht so, also ne, das mache ich nicht. Ich kämme so selten wie möglich, damit mir meine Haare halt auch nicht ausfallen oder so. Das ist auch so ein kleiner Trick von mir für dich. und dann werde ich die jetzt einfach mal föhnen. Da habe ich hier neben meinem Waschbecken immer meinen Föhn stehen. Dann mache ich die über Kopf. Ich weiß gar nicht, ob du das sehen kannst. Ich muss mich selbst noch justieren, ne? Ich versuche es einfach so. Wuschel dich die so erstmal so ein bisschen durch. Siehst du das? Ja, ne? Und dann föhne ich quasi so von unten. Ich glaube, da kann ich die Kamera jetzt mal ein bisschen nach unten kippen. Zack. Zack. Gucken. Und dann wird geföhnt.
auch schon mit Föhn. Viel mehr Föhn ist nicht. Jetzt ist erst so der Zeitpunkt, wo meine Haare gekämmt werden. Und das mache ich halt jetzt so gerade runter. Da habe ich hier ja meinen Spiegelschrank, habe da meinen Tangle-Teaser. Und dann wird einfach von unten nach oben gekämmt. Also ich mache die immer erst so zur Seite, damit ich hier auch genug so, ne, schon mal vorbereiten kann. Ich benutze jetzt mal das Display als Spiegel. Und dann kämme ich das so rüber. Also ein paar Knötchen habe ich, aber es geht. Es ist halt alles soweit easy peasy mit glatten Haaren, ne? Ja, Haare sind gekämmt. Dann entferne ich hieraus mal die ausgerissenen Haare. Das ist nun mal so, ne? Ab und an fallen Haare raus. Aber Achtung, eklig. So viele sind es bei mir echt nicht. So, dann mache ich mir wieder meinen Bommel, damit ich auch wieder ganz normal in meinem Gesicht gleich arbeiten kann. Bommel sitzt. So, jetzt habe ich ein Bedürfnis, mein Gesicht zu waschen und das tue ich jetzt auch. Und da nehme ich einfach mal einen Waschi. Den mache ich jetzt erstmal nass. Normalerweise würde ich jetzt die ganze Zeit ein YouTube-Video nebenher laufen lassen und mir das halt reinziehen. Also, weil mein Handy begleitet mich wirklich den ganzen Tag. Aber jetzt rede ich mit meiner Kamera. Kann man auch mal machen. Ja, genau. Also da wasche ich jetzt einmal so durch mein Gesicht. Den ganzen Rotz runterwaschen von der Nacht. Und dann nochmal mit der anderen Seite drüber. So, Dekolleté und Hals auch nicht vergessen. Und hinter den Ohren, Leute, hinter den Ohren. Da sammelt sich auch immer sehr viel Spack. Denk dran, du hast Spack hinter deinen Ohren. So, den Waschi wasche ich aus und dann lasse ich den immer hier irgendwo bei mir trocknen, bevor der in die Wäsche kommt, sonst gammelt das in der Wäsche. Das ist nicht gut. Dann nehme ich natürlich mein Handtuch für die Hände und mein Gesichtstuch. Also eigentlich ist es ist ja nicht sehr nass gewesen, aber dennoch tupfe ich da einmal drüber, um halt alles nass und runterzunehmen. Und so wird man auch wach, wenn man sich ins Gesicht haut, ne? Genau. Ein Toner, da nehme ich jetzt aktuell von Dr. Pierre Rico Matin Radieux. Das ist ein Hydrating Mist und das sprühe ich mir einfach ins Gesicht. Erst schütteln. Ich bin immer sehr ordentlich. Ich räume die Sachen immer direkt weg. Das ist ein bisschen creepy, ne? Ja, ich weiß. Also selten, dass meine Sachen einfach so überall rumstehen. Mag ich nicht. Genau. So. Jetzt hätte einen Eimer Wasser ins Gesicht gekippt. So, meine Güte, was für viele Worte mit E. So, ne? Serum. Es ist noch früh, Leute. Als Serum benutze ich das Deep Sea Miracle Elixier von Salted. Das hatte ich in der Foxy Box drin. Das ist auch schon ganz gut benutzt, wie du siehst. Dann nehme ich mir einen Pipettenhub. Gar nicht mal so wenig. Uah, nicht tropfen. Mach mir den in die Hand. Verteile das in meinen Händen. Mach das normalerweise über mein Waschbecken, aber hey, ne? Ihr sollt ja alles mitkriegen. Dann habe ich das in meinen Händen verteilt und gebe mir das dann in mein Gesicht. Und das tut gut. Normalerweise sollte man ja immer von unten nach oben streichen, damit man keine Falten kriegt. Aber Leute, manchmal habe ich da auch einfach keine Lust drauf, das alles richtig zu machen, was man machen soll und wie auch immer. Mache ich das einfach so, wie ich will, gerade morgens. Genau, auch schön den Hals, das Dekolleté und hinter den Ohren. Ja, hinter den Ohren habt ihr auch Haut. Die wird so oft vergessen, die darf man nicht vergessen. So, und das ist ein Serum, das zieht wirklich schnell ein. Ist quasi schon eingezogen. Das tut meiner Haut richtig gut. So, das, was hier noch auf meinen Händen ist, verteile ich überall. Oh. Das tut wirklich gut.
die Reste an der Schlafanzughose natürlich abwischen. Wo sonst? Genau. Augencreme. Da habe ich von Clinique die All About Eyes von der lieben Marie bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, wie du siehst, in reger Verwendung. Da nehme ich mir ein bisschen hier drunter. Ein bisschen hier drunter. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du auch ein Ich-räume-direkt-alles-weg-Mensch bist oder ob, nachdem du dich gepflegt und fertig gemacht hast, alles überall rumsteht und verteilt ist. Oh, so. Ja, man soll normalerweise auch tupfen und nicht streichen, aber ich streiche das immer erst und dann tupfe ich so zwischendurch. Das passt schon. Oh. Richtig schön auch unter den unteren Wimpernkranz drunter gehen und nach unten verstreichen. Nein, eigentlich nach unten tupfen, aber hey. So, dann haben wir das schon mal drauf. Tagescreme, da verwende ich aktuell von Dr. Barbour die Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Das ist diese, die war in der Barbour Box. Und die schaut so aus. Schon recht gut benutzt. So, in diesem Video gibt es ja auch eine Verlosung, ne? Hm. Leute, oh, das tut einfach gut. So, mein Gesicht ist jetzt wirklich toll mit Feuchtigkeit versorgt und ich fühle mich so gut gerade. Ja, was ich dann auch normalerweise mache, ist eine Lippenpflege zu benutzen. Da benutze ich aktuell von Ultrasun die Lip Protection and Care mit Lichtschutzfaktor 30. Achso, so sieht das aus. Die ist schön weich, die gefällt mir. Gerade noch aufgefangen, ne? Voll gut. Und als Deo von Dove Limited Edition Summer Breeze 0% Aluminiumsalze. Das wird jetzt auch noch verwendet. Ist nicht mehr so viel drin. Ich habe schmierige Finger, verdammt. So, ja, hier löst sich übrigens auch schon dieser Mechanismus. Total super. Fühlt man sich frisch, ne? Hm. Ja. Was ich jetzt machen würde, mich schminken. Da würde ich jetzt normalerweise einfach Eyeliner und Mascara verwenden, also ganz easy peasy und dann so aus dem Haus gehen. Natürlich würde ich mir noch zwischenzeitlich was anderes anziehen, ne? Würde Sinn ergeben, also im Pyjama brauche ich jetzt nicht rausgehen. Ja, aber da ich gleich noch ein paar Schminkvideos, ein Schminkvideo und mehrere andere Videos drehen möchte, lasse ich das jetzt erstmal mit dem Schminken. Natürlich Schmuck würde ich mir umlegen. Ja. Und das wäre jetzt tatsächlich so meine Morgenroutine im Bad. Was du gewinnen kannst, blende ich dir jetzt mal eben ein. In diesem Video kannst du dieses Parfüm gewinnen. Das ist von Vanilla, das Pure Femme Eau de Parfum Spray. Ich habe keine Ahnung, wie es riecht, aber da sind 100 Milliliter drin. Ne? Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann schau in die Infobox, da steht alles Relevante drin. Und nimm an der Verlosung teil. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!